Guten Morgen und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Hausfrauen-Stream. Heute wieder zu einer neuen Folge Sport am Morgen und es ist sehr, 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 sehr früh. Ich habe gedacht, ja, warum nicht, wenn wir eh schon die ganze Nacht wach sind, machen wir mal sehr, sehr früh, weil, naja, wie ihr wisst, wahrscheinlich von meinen letzten Streams, die Baustellenarbeiter kommen bestimmt gleich. Also müssen wir schnell die Zeit nutzen, bevor die wieder Lärm anfangen. Und ich würde sagen, ja, fangen wir doch mal an. Ich würde sagen, wir fangen heute mal im Vierfüßler an. Strecken das Becken raus. Schultern nach hinten. Bauchnabel nach außen. Und wir strecken uns einmal ordentlich. Dann das gleiche umgekehrt, aber wir machen einmal ein Buckeln. Becken abkippen, Bauchnabel nach innen, Schultern nach unten. Und wieder zurück. Noch ein letztes Mal den Buckel. Und ich habe vergessen, die Tür aufzumachen. Ich weiß, was ich aufmache. Desto mehr frische Luft wir jetzt gerade noch aktuell haben, muss ich ja mitnehmen. So, dann versuchen wir mal ein bisschen die Balance. Und zwar strecken wir das rechte Bein und den linken Arm aus. Kommen mit den Ellbogen zum Knie und wieder zurück. Ein bisschen wackelig heute Morgen. Haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Andere Seite. Zur Hilfe setze ich die linke Fußspitze auf, um vielleicht nicht ganz so aus dem Takt zu kommen, obwohl diese Seite immer besser funktioniert, warum auch immer. YAA. Und wieder zurück. Nehmen die Beine etwas auseinander. Kommen mit den Fingerspitzen nach oben, stellen die auf und ziehen den Oberkörper lang. Kommen mit dem Kopf zwischen die Schultern. Und kommen dann wieder nach oben. Und zwar gehen wir dann gleich. Guten Morgen, danke für dein. Warum steht da alles auf Englisch? Danke, danke, danke schön für dein Abo. Oh, das ist aber sehr nett. Bist aber auch früh wach. Ach nee, du pennst wahrscheinlich auch nicht so wie ich. Danke, danke. So, herabstehender Hund. Vielleicht heute mal etwas besser.
Ich glaube, ich bräuchte mal so eine Sporthandschuhe. Ich will nicht immer so rutschen. Dann einmal an die linke Ferse reintreten. Und in die rechte. Und dann komm einmal in die Gerade. Und zwar wollte ich mal meine Blöcke dazu benutzen. So, im Stream. Okay, alles klar. Stream und nebenbei noch andere Streams gucken. Ah ja. Machst du den 12-Stunden-Rekord? So, ich nehme mal die zwei Yoga-Blöcke. Mich an den fest. Jetzt kommen 100 Liegestütze. Kappa. Wir kippen einmal die Hüfte nach links und rechts. Oh, dem Rücken geht's gut, da knackt nicht ganz so viel. Und dann strecken wir uns noch mal nach hinten raus. Vorne. Und halten etwas die Körperspannung. Dann kommen wir mit dem einen Bein nach vorne. Packen die wieder. Seite. Ja, viel Erfolg, vor allen Dingen. Bis später, Jan. Einen guten Stream wünsche ich dir. So. Wir dehnen einmal das hintere Bein, indem wir nach vorne kommen, das hintere Bein locker auf dem Boden liegt. Starte ich ein bisschen mit der Kamera heute hier. Die muss ein bisschen weiter nach hinten. So, ist doch besser. Als würden wir gleich lossprinten. Dann kommen wir nach hinten. Strecken das vordere Bein. Der Fußspitze auf dem Boden und das Bein versuchen gerade zu machen. Drehen uns dabei nach links. Und nach rechts. Kommen dann wieder zurück. Und kreisen den rechten Arm, um die Schulter frei zu machen. Und dann einmal mit dem rechten Arm bzw. Schulter gegen das Knie und kommen dann mit dem Oberkörper etwas nach unten. Ziehen nochmal die Seite. Und kommen dann nach oben. Richten uns langsam auf, wenn wir das hinkriegen. Und dann die Hände nach oben, hinten rausstrecken. Oh ja, es fehlt auf jeden Fall an Muskulatur. Wir wechseln mal die Seiten. Wir strecken uns wieder nach vorne, hinteres Bein lang machen
das vordere Bein dehnen. Guten Morgen. Wir drehen uns einmal nach rechts. Rechts ist harmlos, links ist schlimmer. Da fängt es dann an zu ziehen. Genau. Und dann kommen wir wieder nach vorne. Wir drehen wieder den linken Arm. Kommen wieder auf den Boden. Schulter neben das Knie und wir kommen langsam nach unten mit dem Oberkörper. Und kommen dann nach oben, richten uns auf. Ich fühle mich wie so eine Rentnerin, ey. Wenn man ein paar Tage weniger macht, dann wieder ein bisschen Gas gibt. Und natürlich wegrutschen ist ja auch, ah ja, es geht langsam los, das Gerumpel da draußen. Dann Hände wieder nach oben. Oh. Und da muss ich passen. Dutsch. Ja, 6.30 Uhr ist anscheinend hier Baustellenbeginn. Schon den ersten LKW anfahren. So. Etwas zur Ruhe kommen. Genau. Wir nehmen mal die Beine etwas auseinander, setzen uns auf unser Gesäß, ziehen die Arme lang nach vorne. Dann greifen wir wieder mit den Händen nach den Äpfeln abwechselnd, ziehen die Schulter vor und zurück. Und kommen dann mit dem rechten Arm unter den linken Arm, ziehen die Schulter lang. Wechseln wir einmal die Seiten. Schön die Drehung auch mit der Wirbelsäule machen. Komm wieder zurück. Mit den Knien wieder zusammen, mit den Händen nach vorne und wir rollen uns nach vorne mit den Knien, Fußspitzen nach oben. Entlasten wieder. Setzen uns auf unser Gesäß, nimm die Hände auf den Rücken, ziehen die Handflächen nach oben, komm mit dem Kopf nach unten.
Dann wieder locker lassen. Hände nach unten, Schultern entspannt nach unten lassen. Dann richten wir uns langsam wieder auf. Kommen wieder in den Vierfüßler und heben einmal die linke Hand, den linken Fuß. Einmal gerade nach oben. Wechseln auch hier die Seiten. Und kommen wieder zurück. Wir kommen einmal in den Schneidersitz. Ein paar Minütchen könnt ihr auch wohl noch warten, bevor ihr Krach macht hier. So, erst mal ein bisschen Power. Hier ist wieder etwas entspannter. Wir kreisen wieder die Schultern und lockern uns etwas. Auch rudern. Dann spannen wir einmal den rechten Rückenmuskel an. Und mit der linken Hand wirken wir entgegen, rauf und runter. Ziehen so von der einen Schulterseite zur anderen Schulterseite. Für die, die Verspannung haben, natürlich etwas sanfter. Dann lockern wir wieder. Machen das Gleiche natürlich auf der anderen Seite. Da knackt es immer ein bisschen. Ich wundere mich, warum es da immer knackt. Ich bin eher Rechtshändler. Knacken deutet ja nicht unbedingt auf irgendwas Schlimmes. Das heißt ja auch manchmal, die Gelenkflüssigkeit ist noch nicht so dabei. Muss ja alles geölt werden. Wir kreuzen wieder die Schultern. Nehmen dann die Hände nach oben. Handflächen nach außen. Wir strecken uns richtig nach oben raus. Dann atmen wir aus und ein und kommen mit den Armen nach vorne und nach hinten. Nach oben. Strecken dabei schön die Handflächen raus. Entspannen wir wieder, lassen locker. Wieder die Schultern kreisen. Rücken gerade machen und wir nehmen die Hände nach oben. Wir biegen uns einmal zur linken Seite.
strecken dann den rechten Arm raus, ziehen die Seite lang. Nimm dann die Hand aufs Knie, linke Hand nach hinten. Wir drehen unseren Oberkörper nach hinten und schauen dabei nach vorne. Komm wieder zurück zur anderen Seite. Hier das gleiche, schön die Hand rausstrecken, schön die Seite lang ziehen. Hand aufs Knie, rechte Hand nach hinten, Oberkörper nach hinten drehen und dabei nach vorne schauen. Dann kommen wir wieder zurück. Nehmen einmal die Hände in den Nacken. Drehen uns einmal nach links. Einmal nach rechts. Und rollen uns dann ein, ziehen den Nacken Richtung Brust. So dass wir es quasi bis unten ans Steißbein spüren. Wie wir Nacken und Wirbelsäule einmal ziehen. Dann lockern wir uns wieder etwas, lehnen uns dann zur linken Seite, so dass der Ellenbogen in der Waagerechte ist. Kommen wieder zurück, rollen uns wieder ein. Lösen wieder auf und dehnen uns zur rechten Seite. Ellbogen in die Waage, nicht vergessen, den Rücken gerade zu lassen natürlich. Muss ich gerade mich selbst erinnern. Dann kommen wir wieder zurück und rollen uns ein letztes Mal ein. Lösen dann langsam auf, kommen mit den Ellenbogen nach vorne, versuchen ein bisschen uns auf unsere Hüfte zu dehnen und locker zu lassen. Wir können auch gerne die Arme nach vorne nehmen, um weiter zu strecken. Und dann lösen wir wieder auf, nehmen die Hände nach hinten, Brust nach vorne, Rücken gerade.
tief ein- und ausatmen. Und dann beugen wir uns nach vorne, als würden wir jemanden umarmen. Guten Morgen. Komm mit dem Rücken nach außen, Bauchnabel nach innen, Hüfte sinkt sich ab, Schultern machen sich stark, ziehen sich nach oben. Wir brüsten uns quasi richtig auf. Und dann öffnen wir uns wieder. Moin, Milano. Na, ja, Jan. Dann richten wir uns wieder auf, Schultern nach hinten, Rücken gerade. Was mit deinem 12-Stunden-Stream? Wart, ich dachte, du machst 12 Stunden voll. Wir kommen wieder nach vorne, machen wieder einen Buckel. Schultern nach vorne ziehen, Rücken stark machen, Hüfte absinken, Bauchnabel nach innen. Fühlt sich immer an wie der Glöckner von Notre Dame. Dann lassen wir wieder locker, kommen wieder mit den Ellenbogen auf den Fußboden. Und kommen wieder nach oben. Du spinnst. Was geht denn bei dir ab? Ja, Wahnsinn. Was für ein Kampfgeist. Also ich bei der Hitze nicht, definitiv. Ich verkrieche mich den ganzen Tag. So, jetzt machen wir noch mal ein bisschen Rücken. Yoga-Block unter Steißbein. Nö, ich werde jetzt die Gunst der Stunde nutzen, da Tudi nicht da ist. Die kommt erst um 10 Uhr wieder. Duschen, einkaufen gehen, Papierkram erledigen und dann ab ins Bett. Dann wird tagsüber gepennt. Wir strecken dann nochmal das rechte Bein raus. Das linke. Aber leider habe ich die Nacht nicht ganz durchgehalten. Von 2 Uhr bis 5 Uhr habe ich dann doch gepennt. Ich bin kurz eingenickt. Es ist nicht mein Modi, dieser Nachtmodi. Dann kommen wir wieder nach unten. Und zu guter Letzt nehmen wir die Knie in die Hand. Das ist so eine gute Nachtposition eigentlich. Massieren sanft die Wirbelsäule, indem wir die Knie kreisen, die Hüfte aber vom Boden nicht verlassen. Oh, und Blumen gießen muss ich auch noch. Das habe ich gestern Abend vergessen. Ich brauche echt mal einen Gartenschlauch. So wiegen wir uns langsam in den Schlaf, der noch nicht stattfindet. Ja, und ich würde sagen, das reicht aber heute auch. Wenn es morgen genauso top ist, fange ich auch, glaube ich, wieder um 6 Uhr an. Nutze die Gunst der Stunde, weil ich glaube, die Baustelle fängt erst um 7 Uhr an. Obwohl ich gerade schon Auto gehört habe, aber so richtig Remi-Demi machen sie erst um 7. Und ja, ich,
wollte eigentlich jemanden Host da lassen, aber irgendwie ist keiner am Stream, den ich kenne. Na dann. Ja, haben wir da wieder einen Fußfetischist. Ja, nee, ist klar. Nein, mache ich nicht. Ja, bis später, Jan. Ich weiß noch nicht, ob ich vorbeischaue. Ich glaube, um 14 Uhr werde ich tief und fest schlafen. Bis hoffentlich heute Abend. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Genießt die Sonne. Kapi. Geht lieber schwimmen. Danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal.